liebe Schwestern und Brüder, der Theologe Hans Urs von Balthasar hat einst das Wort vom Ganzen im Fragment geprägt. Bei der Vorbereitung auf diesen österlichen Dreitag hat mich dieses Wort neu berührt und gepackt. Das Ganze im Fragment. Balthasar, als er diesen Gedanken entwickelt, beobachtet in unserer Zeit, dass wir eher in die Länge, sozusagen horizontal denken. Wir verstehen unsere Wirklichkeit als eine Abfolge von Ereignissen, die wir sozusagen in Scheiben schneiden. Jedes Einzelne steht für sich, nichts hat miteinander zu tun und wir arbeiten eines nach dem anderen ab. Und so denken und verstehen wir auch. Diese Rede, das Ganze im Fragment, denkt anders. Es denkt vertikal. Es denkt von oben nach unten. Es gibt ein Ganzes, das alles bis in die kleinsten Einzelheiten berührt und prägt und es verstehen hilft. Und es ist wichtig, dass wir uns auf eine solche Art zu denken neu einlassen. Und sie kommt uns nahe und hilft uns in dieser Drei-Tage-Feier. Dem Gründonnerstag, dem Karfreitag und der Osternacht. Das Ganze im Fragment. Und ich würde gerne drei Schritte mit Ihnen gehen in diesen drei Gottesdiensten. Das Ganze im Fragment des gebrochenen Brotes. Das Ganze im Fragment des zerstörten Leibes. Das Ganze im Fragment des gesprengten Grabes. Was heißt das? Dass wir das Ganze verstehen und uns nahe lassen können, jeweils in einem Teil. Heute, wenn uns das Brot der Eucharistie, das gebrochene Brot der Eucharistie, in die Hand oder auf die Zunge gelegt wird. Das Ganze im Fragment. Wir lernen neu verstehen, wer Jesus Christus ist und wer Gott ist, aus dem er kommt, zu dem er wesenhaft gehört. Wir lernen verstehen, was Kirche ist. Und das ist in diesen Wochen besonders wichtig und zentral, dass wir nicht die Ereignisse, auch die negativen, nacheinander verstehen und einfach abarbeiten und noch einmal aufwärmen, sondern dass wir das Wesen verstehen lernen. Auch dazu, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir Ostern. Das Ganze im Fragment des gebrochenen Brotes der Eucharistie. Wer ist Jesus Christus in diesem Fragment, in diesem so schlichten Zeichen, wirksamen, sakramentalen Zeichen der Eucharistie? Immer wieder sagt das Neue Testament, Christus ist Gabe Gottes. Wir könnten sagen, Christus, das große Geschenk für diese Welt, dass sie sich selber erst verstehen lernt, und zwar von Gott her verstehen lernt. Und dass sie versteht, wo der Weg ihrer Rettung ist, wo Wahrheit zu finden ist, wo Leben ist. Nicht umsonst sagt Jesus im gleichen Evangelium wie dem in der Fußwaschung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus als die große Gabe Gottes. Und wer bei Christus Gabe sagt, muss tiefer sehen. Nicht nur Gabe, sondern von der Gabe findet Christus in dem, wie er sich selber versteht, wie er lebt, wie er für diese Welt, wie er für uns da ist, zur Hingabe. Der Hebräerbrief spricht von Christus als dem Priester, dem hohen Priester. Und wir werden nachher in den Abschiedsreden auch das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu hören. Was bedeutet das? Es ist gut, wenn wir gerade in diesem internationalen Priesterjahr noch einmal darüber nachdenken. Ein Priester bringt immer ein Opfer dar. Das gehört sozusagen religionsgeschichtlich zum Priestersein dazu. Ein Priester hat immer ein anderes Opfer.
ein Tier etwa oder andere Gaben. Bei Christus besteht das Neue und Einzigartige des Priestertums darin, dass er selber der Priester ist und die Opfergabe zugleich. Wir müssen es verstehen lernen, dass die Gabe, die Christus bringt, seine eigene Hingabe ist, bis zum Geschenk, zur Gabe, zum Verteilen seines Lebens. Wie sollten wir die Worte anders verstehen, die wir eben vom Apostel Paulus neu hörten in der zweiten Lesung? Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Indem sich Christus verteilt an uns, damit wir so den Weg wissen, Wahrheit finden, Leben haben, ist er Gabe und Hingabe zugleich. Augustinus sagt das in einem schönen Wort, das wir im Deutschen leider in dem Wortspiel nicht genau abbilden können. Er sagt, Idior victor quia victima. So ist Christus Sieger, weil er oder obwohl er Opfer war. Sacerdos et idio quia sacrificium. Priester und die Gabe, das Opfer, das der Priester darbringt. Das Ganze im Fragment. Was wir so an dieser Stelle heute am Gründonnerstag von Christus lernen, kann man auch von der Kirche sagen. Es gibt ein kirchliches Dokument, das davon spricht, in dem die Kirche, Braut und Dienerin Christi, mit ihm das Amt des Priesters und Opfers erfüllt, opfert sie dem Vater auf und opfert sich dabei mit ihm, dem Vater, auf. Die Kirche selber ist in diese Bewegung durch die Feier der Eucharistie hineingenommen, Gabe zu sein. Wir sprechen davon, dass die Kirche Sakrament des Heiles sein soll und sein darf. Und das kann sie in der Weise Jesu Christi, indem sie sich hingibt, indem sie sich verteilt, indem sie in ihrer Hingabe selber zu einer Gabe wird, von der andere leben. Was hier von der Kirche gesagt ist, gilt, und wir denken ja am Gründonnerstag besonders auch an die Einsetzung des Priestertums, in besonderer Weise vom Weihepriestertum in unserer Kirche. Es gilt in ganz besonderer Weise vom Zelebranten. Und ich fand eine sehr persönliche Notiz vom päpstlichen Hausprediger Raniero Cantalamessa, der in seinen drei Fastenpredigten im Petersdom in diesem Jahr über das Priestertum sprach. Und er ließ die Gemeinde und den Papst wissen, was er selber empfindet. Er sprach davon, dass am Anfang seines priesterlichen Wirkens, in der tridentinischen Messe noch, er bei diesem Wort, beim Einsetzungswort der Eucharistie, immer die Augen niederschlug, wie das in den Rubriken festgesetzt war. Das ist mein Leib, wenn er diesen Satz sprach. Aber jetzt sagt er, in der erneuerten Liturgie habe ich Schwestern und Brüder vor mir, wenn ich dieses Wort spreche. Und er erzählt, wie er gelernt hat, im Laufe seiner Priesterjahrzehnte dieses Wort sehr persönlich zu nehmen. Es ist ja nicht nur einfach ein Zitat aus der Heiligen Schrift, sondern der Priester spricht es in der Person Jesu Christi, im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist wirklich diese Gabe des Brotes und des Weines zur Gegenwart Christi wandelt. Und er sagt, jeder ist gut beraten, als Zelebrant, als Priester, wirklich an dieser Stelle ich zu sagen. Zu den Schwestern und Brüdern der Kirche zu sagen, nehmt, das ist mein Leib. Voranzugehen in diesem Zeichen der Hingabe. Sich selber nicht zurückzuhalten, sondern zu sprechen, nehmt, das ist mein Leib, nehmt, das ist mein Blut. Vor allen Dingen der Priester soll dies deutlich machen, wie im Verteilen und nicht in der Reserve von bestimmten Bereichen. Und wir könnten darüber jetzt handeln, dass auch der Zölibat genau hier wurzelt, dass es nicht Reserven geben kann in Bezug auf eine bestimmte Person. Dass gerade die Offenheit des Sich-Verteilens auf die ganze Kirche ausgeweitet werden muss im Priestertum und nicht durch die Ehe zu Recht,
wie das in der Ehe ist, in sakramentaler Weise auf Mann und Frau gehen kann, in diesem Fall auf die Frau. Nein, wie diese beiden einander zugeeignet sind im Sakrament, so spricht der Priester in der Eucharistie, in jeder Messe, in diesem Wort Jesu, die Zueignung mit Christus an Gott und mit ihm an seine Kirche. Das Ganze im Fragment. Wir sollen es sehen und neu verstehen lernen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir zur Kommunion gehen, zur Gemeinschaft mit Christus, zu dem, der Sieger und Opfer ist, Priester und die Opfergabe. Das Ganze im Fragment des gebrochenen Brotes, in dem wir erkennen, wer wir selber sind. Wie Augustinus auch sagt, empfangt, was ihr seid und werdet, was ihr empfangt.